Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung für diese süßen Ostereier aus Papier, die man an allen möglichen Dingen aufhängen kann. Wir benötigen dafür farbiges Papier oder auch so einen Designerblock. Außerdem brauchen wir eine Schere, einen Klebestift und ein paar Fäden für die Aufhänger. Aus dem kleinen Designerblock entferne ich nun zwei Blätter. Eins davon falte ich in der Mitte, dann noch einmal falten in der Mitte und noch ein drittes Mal. Nun schneiden wir ein halbes Osterei heraus. Wer das so nicht kann, kann es sich auch vorher aufzeichnen. Ist es aufgeklappt einfach zu bauchig wie hier, klappt man es wieder zusammen und schneidet es etwas schmäler. Ein zweites Blatt falten wir auf die gleiche Weise und legen nun das Ei kantengleich auf die letzte Knickstelle. Nun können wir einfach die Form herausschneiden. So haben wir insgesamt 8 Teile. Diese werden nun so geknickt, dass das Muster innen ist. Nun schneiden wir uns schon einmal einen Aufhänger zurecht. Ein halbes Ei wird nun auf einem Untergrund mit dem Klebestift eingestrichen. Und dann kleben wir das zweite halbe Ei darauf. Hier klebe ich nun schon das dritte Teil auf. Alles schön mit Kleber einstreichen, das nächste halbe Ei nehmen und es kantengleich aufeinander kleben, gut andrücken und feststreichen, dass alles gut hält. Wieder alles gut mit dem Kleber einstreichen und das nächste Teil darauf kleben. Auf diese Weise klebe ich jetzt noch mehrere Teile aneinander. Dieses Ei besteht insgesamt aus 8 Teilen. Immer wieder schön kantengleich aufeinander kleben und alles festdrücken und feststreichen und dann das nächste Teil aufkleben. Nun kommt schon das vorletzte Teil. Genauso wie die anderen, großzügig mit dem Kleber einstreichen, das Teil genau kantengleich auflegen und alles schön fest andrücken. Und nun ist hier schon das letzte Teil. Und nun kommt auch der Aufhänger ins Spiel. Wir bestreichen noch einmal alles großzügig mit Kleber, nehmen dann den Aufhänger doppelt und legen ihn so an die Kante des Eis, dass er mindestens bis in die Mitte in das Ei hineinragt und dass der Aufhänger oben herausguckt an der Spitzenseite des Eis und schön in die Mitte drücken. Und dann können wir das erste und das letzte Teil aufeinander kleben und den Aufhänger oben noch einmal schön in die Mitte ziehen, damit das Ei auch gerade hängt. Und nun kann man die Fächer noch ein wenig auseinandernehmen. Es müssen ja insgesamt, wie bei diesem Ei hier, 8 Teile sein. Alles schön auseinanderbiegen, so dass die Abstände schön gleichmäßig sind. Wenn man sich ein paar blühende Zweige aus dem Garten in die Wohnung holen will und in eine Vase stellt, sind diese Eier wunderbar geeignet, um sie an die Zweige zu hängen. Das sieht dann wunderschön aus. Und wenn jetzt alle 8 Teile auseinandergedrückt sind, so dass alles den gleichen Abstand hat, dann ist dieses Ei schon fertig. Wenn man die Eier aus mehreren Teilen macht, sollte man darauf achten, dass man die Eier relativ schmal zuschneidet. Denn je mehr Teile man verwendet, umso bauchiger sieht das Ganze aus. Man kann sie aber auch mit wenigeren Teilen herstellen, wie hier zum Beispiel mit 6 Teilen. Oder aber auch nur mit 4 Teilen. Die sehen auch ganz hübsch aus. Und damit sind sie schon fertig zum Aufhängen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.